Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Plausch mit einem alten Drachen. Sprecht, ich höre zu. Bringt ja, das es wollte hier ich noch zurück wissen. Zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fagon, meine Freunde. Hakon, Gormleit, Feldir. Die ersten Sterblichen, die ich die Tuum gelehrt habe, die ersten Zungen, die Führer der Rebellion gegen Alduin. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen, Zachor-Trun. Die Nord hatten seitdem viele Helden, aber keine größeren. Okay. Lob das war's. Das heißt so viel wie Schuss, Mensch oder sowas. Habe ich mir auf jeden Fall noch gemerkt. Ich würde sagen, ich laufe einfach so von diesem Drachending runter. Und zwar sprich mit Esbern. Ja. Was haben wir noch gerade aufbekommen? Sprich mit Arangir. Also ich würde lieber zur Esbern laufen. Muss ich ehrlich sagen. Und nicht zu Arangir. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es lieber machen. Zack. Schnellreisen. So. Und mit dem werde ich jetzt noch sprechen. Danach werde ich mal gucken, was wir noch so an Quests haben. Ja, die Truhe haben schon geplündert, na klar. Wieso sollte ich das auch nicht gemacht haben? So. Komm, wir müssen hier noch hoch. Und dann hier weiter. Ich muss sagen, in meinem anderen Durchlauf, den ich vorher schon angespielt habe, bin ich Khajiit gewesen und ich muss sagen, Khajiit ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber Imperialist, also ich finde allein schon, wie der mir gelungen ist mit diesem komischen Feuernarben-Dings da, schon geil. So, egal. Früher habe ich davon geträumt. Im Traum stand ich an. Nur reden. Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Natürlich. Tatsächlich? Was für ein nettes Rätsel. Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Lasst mich überlegen. Vielleicht die Akademie von Winterfeste. Dort findet ihr das gesamte Wissen von Himmelsrand. Einer der Magier dort kann euch vielleicht auf die Spur dieser Schriftrolle der Alten bringen.
Ihr habt das ist Glück. Schön. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Cool. Mögen die Schuppen der Drachen unter eurem Pfeilen zersplittern und unter eurem Schwert zerbersten. Das war's auch schon, Drachenblut. Viel Glück. Segen des Drachen. Dann kam der Lichtblitz. Nur am Horizont. So, was bringt denn der Segen des Drachentöters jetzt? Der Segen des Drachentöters. 10% kritische Treffer für 5 Tage. Cool. Plus 10 auf jede Kunst. Die Grenze zwischen den das ist doch schön. So. Jetzt muss ich tatsächlich zur Akademie von Winterfeste. Gut, davor wollte ich aber noch was anderes machen. Ich möchte nämlich natürlich nicht die ganze Zeit, also bei so einem riesigen Spiel, nicht die ganze Zeit die Hauptquest machen. Ich würde gerne Nesselfluch in meinen Besitz bringen. Es hätte das war irgendwie so was Komisches, was ich noch holen musste. Die Frage war nur, wo das war. Da. Ja, gerne. Nesselfluch, das war... Ich meine, es wäre für den Tempel gewesen. Ich bin mir jetzt aber leider nicht sicher. Und ich weiß es auch nicht, was ziemlich schade ist. Ich kann jetzt auch nichts weiteres dazu sagen. Was noch schader ist. Schader. Ist. So, hier muss irgendwo Nessel. Nein. Warte mal. Magie. Ich hätte gerne meinen geilen Feuerschrei. Ja. Kommt her. Ist da jemand? Ich hab eine Chance. Stopp. Objekte. Trank der kleinen Heilung. Oh, wir haben fast gar keinen mehr. Das ist natürlich scheiße. Oh, scheiße. Da war noch einer. Okay, nicht sehr klug, vielleicht die alle anzugreifen. Scheiße gewesen. Sehr scheiße wahrscheinlich. Aber ich möchte trotzdem diesen Nesselfluch haben. Und dann nochmal. Dieses Mal deutlicher. Näher. Jetzt war es ganz bestimmt kein Blitz mehr. Okay, dann muss ich jetzt nochmal reisen. Zack, zum weißen Felsen. Ja. Diesmal setze ich mich aber dann direkt hin, dann bin ich nicht so schnell gesehen. Und dann kann ich auch einen Feuerresistenztrank schlucken, denn die waren ja auf Feuer und Blitz böse, glaube ich. Zumindest mir gemerkt zu haben. So, automatisches Speichern. Hinsetzen. So. Speichern. Himmelsrand. So, jetzt einmal. Objekte. Gib mir meinen geilen.
den geilen Bogen. Und guck mal, da vorne haben wir schon eine Person, die wir perfekt getroffen haben. Jetzt sollten wir nur noch abhauen. Weil ich habe wirklich keinen Bock, wieder gegen alle diese Leute anzustinken. Am besten wir speichern nochmal. Und gucken jetzt nochmal da unten. Oh, scheiße. Egal. Dreifacher Schaden. Also ich muss sagen, dieser dreifache Schaden ist schon richtig geil. Nein. Ich sehe keinen mehr. Wo sind noch Leute? Nein, das ist auch keiner. Gut. Dann laufe ich mal jetzt außen rum und gucke, ob ich von hinten noch welche finde. Ich möchte nämlich nicht unbedingt nochmal gegen die abstinken. Ja, habe ich schon gesagt. Der Böse überrascht werden. Nein. Das ist kein Magier gewesen. Hier unten haben wir auch keine Magier. Also das ist gleich so wie gerade eben. Das ist die einzige Möglichkeit nur noch von hier an. Scheiße. Wow. Seid jämmerlich. Ja, stopp. Ich werde euch mit Freuden töten. Nein! Ach, wieso haben die mich gesehen? Verdammt nochmal. Das ist doch scheiße. Stimmt. Jetzt hat sie mich auch noch gesehen, glaube ich. Oh, ganz, 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 ganz schlecht. Weg hier. Das wird jetzt wieder so eine Schleich-Action-Folge, wo überhaupt nichts passiert. Immerhin habe ich sie getroffen, ja? So, jetzt speichern. Zack. Frage ist, wieso hat die eine mich so gesehen, obwohl ich
hier ganz versteckt war. Ich hab die ja noch nicht mal gesehen. Kann ich hier irgendwie über den Hügelkamm klettern? Und von ganz oben sehen? Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich genau dahin muss. Komm, lass mich hier drauf. Perfekto. So kann ich so weit gucken. Gesehen. Es war vielleicht gar nicht so schlecht. So. Kritischer Schlag gegen Hexe. Oh Scheiße, die kommt hier hoch. Das ist... Ja. Siehst du doch. Speichern. Jetzt kann ich nämlich auch einmal eine ausnehmen, ohne direkt von anderen abgeschossen zu werden. Schwarze Magierrobe. Okay, die hat gar nichts dabei. Sehe hier zwar nichts. Aber es kann auch gut und gerne täuschen. Erstmal speichern. So. Schießen wir mal da oben hin. Okay. Da hat es keinen gestört, also glaube ich, dass wir da hochgehen können. Na? Das ist jetzt die große Frage. Was können wir machen und wo werden wir gesehen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber wer ist der da unten? Nur ein Baum. Okay.
Da. Hier ist eine Pflanze. Okay, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Schnitt. Speichern hier auch nochmal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.